So, hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Feed the Beast Infinity a Wolf Skyblock Expert Mode. Ja, wir haben jetzt, ich habe jetzt offscreen meine ganzen Schüssel hier gemacht und das Backpack aufgefüllt und den Sprayer aufgefüllt. Da passen 80.000 rein, hier passen 8.000 rein. Und gleichzeitig ist das Wasser leer geworden. Und ich habe nochmal ein weiteres einen weiteren Backpack gemacht. Wir brauchen nochmal 15.000 MB Wasser. Mache ich gerade mal ganz schnell. 15.000 MB. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen sogar. 12, 13, 14, 15. So. Warte, ich kann das Ganze wieder das Barrel hier aufstellen. So. 15.000 MB. Ich habe ja auch die, Bam. So, das müsste ja super schnell gehen hier jetzt. Dann habe ich jetzt nochmal ein weiteres Teil hier, weiteres Backpack mit Zeug. So. Okay. Und dann haben wir nochmal, ihr habt es gerade eben gesehen. Ich habe hier schon mal alles vorbereitet für die Iron Scaffolds. So. Bam, 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 bam. Und wir haben jetzt einen Stack. Wir bräuchten vielleicht sogar noch mehr. Nummer 4. Also nochmal 12. Nummer 6. Und warte, das sind 24. Ne? Genau. 24 plus 6. So, warte mal. Ich kann ja einfach. So. Das waren jetzt. 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24. Right, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Platten, bam. Und dann kann ich das hier mal rausnehmen. So. Das kann weg, das kann weg. Das muss ich ja nachher nochmal wieder entleeren. Aber jetzt haben wir erstmal ein Stack von diesen Iron Scaffolds. Und damit können wir jetzt coolen Chisel machen. Ich habe hier eine geheime Leiter übrigens. Und jetzt können wir mal das hier aufstellen. Übrigens hier habe ich schon ein Loch gemacht und die Elevator-Blöcke aufgestellt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 1. So. Jetzt haben wir hier eine riesige Platte an Iron Scaffolds und was geil ist, man kann auch wieder an diesen hochlaufen. Jetzt haben wir hier 80.000 und hier 8.000. Jetzt können wir hier Rechtsklick machen mit dem CF-Sprayer und können jetzt hier überall den Chisel reinsprühen. So, die Blöcke werden natürlich hier durchlässig und so, ne? Jetzt haben wir hier Reinforced Construction Foam und hier seht ihr, dieser Reinforced Construction Foam wird langsam zu Reinforced Stone. Da sieht man's. Voll geil. Wir können natürlich auch durchlaufen und alles, voll schön. Yeah, yeah. Ich bade in Schaum. Yeah. Wuhu, yeah. Kann man den eigentlich auch abbauen? Ich glaube nicht. Huch, so. Oh. Ups. Warte. Was? Vielleicht mit Silk Touch oder so kann man das vielleicht abbauen. Ich weiß nicht. Ja gut, dann brauchen wir noch mal so zwei weitere CF. Nee, mach ich gleich. Irgendwann, vielleicht. Naja, wir warten auf jeden Fall, bis das jetzt alles getrocknet ist und wir sehen uns nach einem Zeitraffer wieder. Bis gleich.
Weißt du was? Ich wollte gerade eigentlich noch den Zeitraffer weitermachen, aber ehrlich gesagt, das war jetzt so. Das hat jetzt so unendlich lange gedauert. Wirklich. Naja, ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe leider die Folge nicht gestoppt. Also weiß ich nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, bis die Folge vorbei ist. Und wie lange der Zeitraffer geht. Der Zeitraffer geht sicherlich jetzt schon so eine Minute oder so. Ja. Ich glaube, ich habe noch so irgendwas mit 10 Minuten, kann das sein? So, das kann jetzt vielleicht ein bisschen da. Ach du Scheiße, guck mal da oben. Ja gut, Zeitraffer, bis ich alles abgebaut habe. Alter, Progress, ne? Da oben seht ihr es aber Weiler. Ach du Scheiße, bis gleich. Der letzte dauert natürlich wieder unendlich lange. Und es gibt eine super Methode dagegen. Das nennt sich Sand. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem Sand wiederkomme, ist es fertig. Ich wette es. Ja, wir haben schon 63 Reinforced Stone. Und ehrlich gesagt, ich weiß. Also jetzt nochmal ganz kurz dazu. Mit Sand kann man die Zeit verkürzen, wie lange das braucht halt, um fertig zu werden. Beziehungsweise damit wird es halt sofort ready. Und ich weiß, ich hätte einfach direkt mit den Iron Scaffolds das alles da auskleiden können. Siehst du? Sand gefressen, ist fertig. Ich hätte einfach direkt mit den Iron Scaffolds alles auskleiden können und dann reinsprühen können. Hätte ich machen können, habe ich aber nicht gemacht, weil wegen ist so. Ja. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir hier diesen einen Cobblestone-Teil. Den baue ich gerade mal ganz schnell weg. Mit dem Hammer geht es auch ganz schnell. So. 23, 25. So. Und jetzt können wir hier mit dem Reinforced Stone erstmal alles auskleiden mit den Dingern hier. Ja. Und das wird dann auch. Also hier in der Wiki steht zu Reinforced Stone. Ich habe hier gerade übrigens nochmal mein Pad mit der Wiki offen hier. Hier steht, Reinforced Stone hat eine Resistance von 180. Das heißt, das wird eine Atombombe und Atomreaktorexplosionen auf jeden Fall standhalten. So, das kommt aber ganz weg hier. Und ja. Auf jeden Fall, das wird es alles standhalten. Ja, so kann es sehen. Ja. Auf jeden Fall eine Single Wall, also eine einblockige Wand, wird eine Reaktorexplosion auf jeden Fall schon mal ganz gut aufhalten. Nicht komplett, aber naja. Und eine doppeldicke, eine zwei Block dicke Wand wird eine Reaktorexplosion komplett neutralisieren, also komplett entschärfen. Weiß gar nicht das Wort dazu. Ja, auf jeden Fall, ja. Und das, was ihr gerade eben gesehen habt, in einem ultimativ langen Zeitraffer, werde ich alles offscreen machen. Ja, geil. Ja, das wird auf jeden Fall ganz schön lange dauern. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß jetzt nicht, echt nicht, wie lange die Folge jetzt ist. Ich würde die Folge jetzt gerne beenden, weil ich weiß jetzt nicht genau. Alles, was ich jetzt noch wüsste, was ich machen könnte, wäre für eine eigene Folge, zum Beispiel. Zum Beispiel hier das Iridium, eine Kuh. Das wäre eigentlich nur noch nur für eine Folge. Also für eine extra Folge. Übrigens, guck mal hier, ne? Schon comfortable. Oh, kein Muni mehr. Nein. Na toll. Okay, ja, was können wir jetzt noch machen außer nichts? Ich würde mal sagen, die Folge beenden. Und pennen. Ja, ich würde mal sagen. Schau, Leute, wir sehen uns. Das war ja eine ganz schön zeitrafferige Folge. Kann sein, dass die Folge jetzt irgendwie 2 Minuten lang ist. Naja, sicherlich nicht.
irgendwie wahrscheinlich irgendwie 6 Minuten oder so. Und dafür dann eigentlich nur Zeitraffer. Rohaufnahme ist jetzt auf jeden Fall eine halbe Stunde lang. Ja. Könnt ihr mal vergleichen. Ach du Scheiße. Wie ich aussehe. Naja. Ich würde sagen, schau Leute, wir sehen uns. Ach ja. Bye bye und ciao. I'll never forget this day.